Was geht ab, ihr kleinen motherfucking Bitches? Der Boss ist wieder back in business. Leute, heute gibt's FAQ auf Junko, Leute. Habe ich mir gerade spontan überlegt. Ich bin gerade im Park mit Feministin-Freundin, aber sie will nicht gezeigt werden und ich werde sie auch nicht zeigen. Natürlich, ich respektiere sie. Aber mir ist gerade die Idee gekommen, weil sie wollte kleine Junko rauchen im Park und ich dachte so, ey, ich kann kein Gibbet rauchen, ohne dass ich ein YouTube-Video davon mache, weil sonst wäre es irgendwie verschwendeter Gibbet. Weil Leute, ich weiß, ihr feiert immer, wenn ich Junko smoke und so, aber privat, ich smoke nicht Junko. Also ich smoke schon Junko, aber ich filme irgendwie mein ganzes Leben. Mein Leben besteht nur aus YouTube, Leute, ich schwöre auf alles. Und deswegen werden wir jetzt kleinen Junko bauen. Also der Boss wird kleinen Junko bauen. Das wird der erste Junko sein, den ich in ganz Valencia jemals gebaut habe. Sonst haben immer andere oder so für mich gebaut. Und ja, man, wird auf jeden Fall gechillte. Hast du Longpapes? Ja, oder? Ja. Oh, beste. Und ja, man, das wird geile Action. So, ich zeige euch nochmal kurz Park. Leute, so sieht hier Park aus. Hier, da vorne hinten habe ich auch letztens dieses eine Musikvideo da gefilmt, wo ich meinte, dieses eine damit, was mein Letailas Produzent hat mir Dings gemacht, habe ich da hinten aufgenommen. Und so ist gerade Emotion in Park. Sehr, sehr fresh Emotion, muss der Boss auf jeden Fall zugestehen. Und ja, Leute, ich freue mich, Digga, bei Gott, weil ich denke immer so, manchmal, ich denke mir so, boah, heute, ich kann kein YouTube-Video machen, aber jetzt, ich mache doch wieder YouTube-Video und das macht mich einfach nur total glücklich. Auf jeden Fall, ja, Leute, das ist kleine Junko-Material, was wir haben. Hast du Grinder? Oh, wie genial. Und ja, Leute, dann zeige ich euch ein bisschen. Ich kann das hier total, Junge. Sind wie Jules-Taktik. Leute, der Boss ist jetzt hier dabei. Ich habe erstmal einen kleinen Tipp gebaut, falls ihr das sehen könnt, ihr kleinen Motherfuckers. Kann man leider nicht sehen. Gras ist vor der Linse, das gefällt mir nicht. Gebt euch mal, wie krass das hier aussieht. Ich bin im Park und ich habe einfach eine Palme als Hintergrund. Hier ist der Grinder, den wir benutzen werden, Leute. Also schöner Monkey mit kleiner Jibbit im Maul. Leute, das hier ist auch übrigens Weed, was man im Social Club kauft. Also bin ich mal gespannt, ob der Shit bossen wird oder nicht. Aber ich gehe eigentlich mal stark davon aus. Ich habe schon ein, zwei Mal was davon gesmoked. Aber ich muss sagen, dieses eine Straßenweed, was ich einmal gesmoked habe in diesem einen Video, hat auch sehr gut gescheppert. Also ich sage Loki Straßenweed über dieses Social Club Weed. Weil Straßenweed ist immer schön gestreckt und so. Das ist wie das Hochhaus-Haze in Berlin. Jona, du weißt ganz genau, Hochhaus-Haze in Berlin, das klatscht viel mehr als dieses ganze Kelly das und Kelly das. Alter, hier ist gerade krass ins Wasser gefallen, ins Ding. Mich interessiert keine Weed-Sorte und sowas. Mir ist einfach nur wichtig, dass ich dicht bin von dem Shit. Leute, wir grinden jetzt erstmal den motherfucking Scheiß. Meine Feministenfreundin neben mir hört mir auch ganz gespannt zu, was der Boss zu erzählen hat. Und Leute, wisst ihr, was ganz wichtig ist? Ich darf jetzt endlich mal Gibbet bauen und nicht immer die anderen. Und ich bin gar kein Fan von viel Tabak, wisst ihr? Film das. Das hier ist Tabak und das reicht total für ein Gibbet. Leute, in Münster, Cassie, er macht immer gefühlt mehr Tabak als Weed in Gibbet rein und das gefällt mir überhaupt nicht, Leute. Wieso machen die immer so viel Tabak? Ich will keine Zigarette durch diesen Tipp rauchen, das ist total schädlich für eure Lunge, Leute. Vor allem, ihr wisst, ich bin Sportler, ich gehe jeden Tag joggen so. Ich brauche diese Tabak nicht in meinem Gibbet, ich bin nicht tabakabhängig. Film das, mische, guck's dir an. Leute, so wird jetzt hier die Mische vom Boss gemacht. Guck, ist gar nicht so viel. So, Leute, wir machen natürlich alles rein. Es wird nichts verschwendet, Leute. Ich bin ein Typ, ich rauche immer die Gibbets bis zum Ende durch. Weil ich will einfach nichts vom kostbaren Weed verschwenden, Leute. Ich bin alles andere als ein Verschwender. Zum Beispiel, wisst ihr noch letztens, als ich dieses Video gemacht habe, wo ich das Essen bei meiner Arbeit gezeigt habe? Da habe ich auch alles aufgegessen und ich esse immer alles auf. Ich schmeiße nie Sachen weg, weil ich hasse es, Sachen wegzuschmeißen. Weil ich denke mir dann immer so, Bruder, diese Energy, die gerade im Müll landet, die könnte auch in deinem Körper landen. Dann hättest du noch mehr krasse Energy. Wo sind LPs und Tipps? Was? LPs und Tipps. Du warst so auf meine Ansage konzentriert, ne? Ah, perfekt. Leute, endlich baut man auch mal wieder mit einem schönen LP und schönen Tipp. Endlich mal wieder ein Gibbet nach meinem Geschmack. Ich bin so froh darüber. Leute, das ist der allererste Gibbet, den ich in ganz Valencia rauche. Ich wohne jetzt hier so ungefähr fast 2 Monate bald schon. Ich muss sagen, diese 2 Monate, die haben mir extrem viel geholfen und haben mir extrem viel gebracht. Und schaut euch die Mische an. Ich finde, das ist die perfekte Mische. Da ist nicht so viel Tabak, nicht so viel Weed, aber immer noch mehr Weed als Tabak, weil wir wissen alle, Tabak ist der Feind von jedem Menschen, also auf jeden Fall vom Boss. Leute, nehmt euch daran ein Beispiel, Leute. Tabak ist für Versager und Weed ist eigentlich auch für Versager, sage ich ehrlich, aber ich mag es trotzdem gerne und ich werde da so, ich mag das einfach, Junko zu smoken. Aber klar, Leute, wenn ich jetzt kein YouTube-Video machen würde, ich schwöre auf meine Mutter, ich würde diesen Gibbet nicht smoken. Meine Feministin-Freundin sagt gerade so zu mir, ey, ich habe kleine Junko-Material dabei. Willst du vielleicht kleinen Junko? Ich sag, ja, oh, ich weiß nicht. Eigentlich unnötig. Wir müssen schon ein YouTube-Video machen. Sie sagt, nee, Digga, gar keinen Bock und so. Weil ihr wisst ja, Leute, sie ist nicht so riesen Fan von YouTube. Aber ich sag doch, weil wenn ich kein YouTube-Video mache, dann bin ich nicht glücklich, Leute. Und ich habe ja schon in einem der letzten Videos gesagt, mein Glück
es hängt einfach in meiner eigenen Hand. Das heißt, wenn ich Junko baue, wenn ich YouTube-Videos mache, dann bin ich einfach glücklich. Und deswegen baue ich jetzt Junko, werde Junko smoken, werde das total genial und witzig finden und werde auch noch ein geiles Video machen. Leute, und jetzt kommt es zu der ganz wichtigen Sache, und zwar der Jules-Methode. Guckt das an, Theresa. Das ist von meinem Freund, der hat mir Jibbits bauen beigebracht damals. Und das ist die ganz eigene Methode von Jules. Die hat kein anderer Mensch auf der Welt. Genauso wie meine Tattoos, mein Swag, meine Art. Auch die Art, ein Jibbit zu bauen, bei mir ist anders als von jedem anderen Menschen der Welt. Und zwar macht man das einfach so. Film da mal ein bisschen näher dran, das gefällt mir irgendwie nicht. Ich will, dass man das gut auf Kamera sieht, ja? Kannst du dich bitte konzentrieren? Oh mein Gott, Konrad, Digga. Ah, ich hatte Flieger am Ohr. Leute, und zwar ist das irgendwie anders, als die normalen Leute das machen. Keine Ahnung warum, aber ist irgendwie anders. Das ist genauso wie ich. Ich kann nicht erklären, warum ich so krasser Motherfucker bin, aber ich bin es halt einfach so. Und Leute, jetzt wird der Shit abgeleckt. Mhm. Wir machen den Shit sloppy und rollen den Motherfucking Lachs jetzt ein. Leute, eventuell, wenn ihr das Video krass abrunnt auf mindestens 3000 Views, was es eigentlich total easy bekommen sollte, Leute, weil ihr wisst, ich bin Motion Guard in Valencia, dann sollte, mache ich vielleicht ein Video, wo ich Hotbox in Taco Bell mache. Machst du 05er gerade? Ja. Ah, okay, und ist gut? Ey, du musst aufpassen, dass du nicht das hier vor deinen Dings da... Ah, okay. Leute, so ist jetzt der Jibbit. Schön Kerzen gerade. So wie ich. Ich stand immer on business, Leute. Schön Kerzen gerade, schöner Junko. Und ich würde sagen, jetzt gleich ist es Zeit, den Shit zu smoken. Ich hätte aber Bock, auf eine andere Location dafür zu gehen, Theresa. Nee. Bitte. Nee, weil das ist mir zu viel Sonne hier. Leute, ich habe das Gefühl, wenn ich zu lange in der Sonne bin, vor allem mit meinem Tattoo, dann wird das voll mein Tattoo schaden. Bei Gott, mein Tattoo, wenn da Sonne drauf kommt, fühlt sich ganz anders an der Arm, als der Arm ohne Tattoo. Deswegen, Leute, ihr kennt die, was ich letztens in einem Video gesagt habe. Ich bin immer fresh, ich sehe immer so todesfresh aus Film, einmal mein Outfit. Ich trage die Magellas, ich trage die Spring Fresh Amrocken Linen, auch nie ein Jade Nucatel ist Tinted und ich trage auch diese geile Hemd, was perfekt zum Dings da passt. Und so, Leute, ich komme immer fresh, dann müssen meine Tattoos auch fresh sein. Übrigens, Leute, wenn ich 10.000 Abonnenten habe, werde ich mir ein fettes Neck-Tattoo machen und bei Gott, das wird sogar passieren. Also runt mein Shit ab, wenn ihr mich mit Neck-Tattoo sehen wollt. Aber das wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr irgendwann passieren, wenn ich wieder in Berlin bin. Weil hier in Valencia will ich das nicht machen, weil die Leute haben hier keine Motion und wissen nicht, wie es geht. Und ich bin gespannt. Ich habe vor ungefähr 20 Minuten den Leuten gesagt, stellt mir Fragen. Ich hoffe, da sind viele Fragen zusammengekommen und auch witzige, die man auf Junko halt beantworten kann. Auf Lachkick, ne? Ihr kennt. Ihr ist da, Amiga. Kann ich aufhören? Ja. Stay in motion. Go and keep that motion. Geht's los? Ja, ja. Okay. Ey, Leute, wir gehen jetzt ein bisschen an andere Stelle. Ihr seht hier kleine Junko. Film mal kurz mein Outfit, bitte. Also Leute, ich trage dieses frische Hemd, diese frische Leinenhose, frisch alles vom Schneider, ne, Magellas dazu. Sieht man Ganze? Ja, ja. Sieht gut aus, ne? Venga. Viveros Park, ich sitze auf Bank Fantana Rancha in der Hand, YouTube-Untertitel, sagt Bale, schreibt Tamam, ey. Leute, wir brauchen einen geilen Spot. Guck dir einmal die Kulisse an. Leute, ey, Theresa, kannst du da gleich Fotos von mir machen, wie ich da draus stehe, bitte? Ja. Okay. Leute, mach aus. So Leute, der Boss hat jetzt hier den Junko. Wir haben uns einen kleinen schönen Ort gesucht. Hinter uns ist hier so eine kleine schöne Tropfatmosphäre. Also wirklich total genial. Junko ist da. Any other lighter is not the biggest fake. Like it's not fake, but you know I want to make my lightings with an iPhone. You follow what I'm saying, Leute? Hier haben wir die Bust on Rolly Avalanche, Rosary on my neck. Bald kommt vielleicht ein Song von mir raus, der heißt Rosenkranz. Vielleicht habt ihr den Song... Nee, den Song habt ihr noch gar nicht gehört. Den habe ich ohne aufzunehmen zu filmen. Den habe ich erst heute aufgenommen, Leute. Und Leute, der erste Junko vom Boss jemals in Valencia selbst gebaut. Und wir probieren jetzt mal. Meine Assistentin hinter der Kamera wird gleich die Fragen vorlesen. Ich hoffe, es sind gute Fragen, wirklich. Also ich liege jetzt an euch, wie die Fragen sind, ne? Seid ihr euer eigenes Glück geschmied, genauso wie ich auch. Jedenfalls, wir boxen an. Okay, willst du mal die erste Frage starten? Warte. Warum Style so krass verändert? Chayas in Valencia würden alten Style mehr feiern. Sag euch ehrlich, Leute. Also was meinst du mit, vielleicht weiter mit Style verändern? Yoji Style kann er nicht meinen, weil das feiert keine Chaya. Das ist einfach nur Nerd-Loser Style. Damals früher, als ich so Vintage getragen habe. Bruder, nein. Ich trage einfach diese Ami-Wave gerne und mir ist scheißegal, ob die Bitches das hier verstehen oder nicht. Ich sag doch immer, die Chayas hier haben keinen Swag und so. Und
Wenn die nicht feiern, feiern dich. Aber heute mein Outfit, guck mich an. Jede Chaya in ganz Valencia würde dieses Outfit total genial finden, Leute. Aber ich mache einfach, wie gesagt, immer das, was mir meine fetten Eier sagen. Und deswegen trage ich auch die Kleidung, die ich trage. Checkt ihr? Neue Frage, Mamacita. Lieber eine Woche obdachlos oder eine Woche als Daniel Slump leben? Leute, heute ist tatsächlich der Tag, wo ich Daniel Slump wiedersehen werde. Es wird auf jeden Fall total genial. Das Video habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, und zwar heißt das irgendwas mit E-Date oder so, mit Daniel Slump und Yussi. Ey, wo ihr kleinen Bitches, der Boss liegt gerade im Bett und ist den ganzen Lachs, was ihr gerade seht, am Schneiden. Was ich da sage, hat eigentlich ja gestimmt. Am Ende des Tages, Daniel Slump wollte mich nicht bei dem E-Date dabei haben, weil er wahrscheinlich Angst vor dem Boss hatte. Ich hatte eigentlich schon mit Yussi abgeklärt, aber ich darf dann doch nicht mitmachen, weil Daniel Slump, wie gesagt, halt nicht wollte. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber ich habe irgendwie trotzdem off the top die richtige Antwort zur Frage gegeben. Also, yes, sir. Oh, Daniel meint, warte mal kurz. Daniel meint, du kannst nicht mitmachen, weil du hattest ja damals so ein Video gegen den, über den gemacht. Und deswegen, der will dich nicht da haben. Ich würde lieber eine Woche lang obdachlos sein, weil Daniel Slump ist schon ein kleiner Hedi, muss ich zugeben. Yes, sir. Daniel, kleiner Hedi, baby. Jalla, nächste. Ziel im Leben. Superstar sein. Leute, ich will in 1, 2, 3 Jahren, 4, 5 Jahren so krasse Motion haben und so fresh sein. Ich werde so fresh sein in ein paar Jahren. Ihr glaubt mir nicht, Leute. Ich werde der fresheste Motherfucker. Ich bin jetzt schon so unglaublich fresh. Ich fühle mich selber so genial immer. Aber in ein paar Jahren werde ich nochmal 1000-mal krasser sein als jetzt. Und ich habe nicht so richtige Ziele, muss ich sagen, weil ich weiß ja nicht, was die Zukunft für mich bringt. Vielleicht will ich in ein paar Jahren kein Superstar mehr sein, aber ich kann es mir irgendwie einfach nicht vorstellen. Weil ich bin so krass in meinem Kopf darin verstriegelt, dass ich es einfach bin. Ich weiß nicht, ob ich Rapper werde, ob ich YouTuber werde, ob ich Schauspieler werde, ob ich das und das und das werde. Hier ist gerade ein Kind was durchgelaufen. Aber ich weiß auch nicht. Also ich werde auf jeden Fall in der Zukunft richtig krass werden, Leute. Darauf könnt ihr euch gefasst machen. Keine Ahnung, was das heißt. The show must go on. Aber wie viele Bobs hast du aktuell? Du hast zu viel Motion. Wie viele Bobs? Das sind so Hoes. Oh. Leute, ich muss sagen, ich habe eigentlich gar keine Hoes am Start. Ihr denkt immer in den Videos, ich habe krasse Bitches und so, aber ich kriege eigentlich die ganze Zeit immer nur Körbe. Und wenn ich von den Nummern kriege und so, die antworten mir dann immer nicht nach ein paar Nachrichten. Also ich habe eigentlich 0-0 Motion gerade am Start. Und wenn ich viele Bitches hätte, dann würde ich auf jeden Fall viele Date-Vlogs machen. Also wenn ich Date-Vlogs mit Chaya mache, dann habe ich eigentlich echt, dann ist so Motion. Aber wenn ihr einen Club seht, das alles nur ADHS und für den Moment. Ich hab doch gesagt, Leute, in Club Chairs zu klein ist das einfachste, was es gibt, aber in Real Life ist schwieriger. Deswegen, nada. Krieg ich mal Jibbit wieder eigentlich? Du hast gerade erst gepasst. Wie werde ich unbesiegbar? Bruder, ich sag dir so, du musst einfach alles das machen, was dir deine Eier sagen, Digga. Mir ist aufgefallen, seitdem ich immer das mache, worauf ich Bock habe und seitdem ich mich so genial fühle und aus meiner Comfortzone raussteppe, bin ich einfach so krass glücklich geworden und fühle mich immer so krass fresh und alles. Und ja, so. Also ich würde dir empfehlen, mach einfach immer das, worauf du Bock hast. Und selbst wenn du dafür gehatet wirst oder Leute erstmal auf deinen Dick sind, aber du trotzdem dann weiter durchziehst, dann bist du noch krasser. Weil ich sag doch immer, Leute, die Leute, die einen haten, die sind immer unfresher als die Leute, die gehatet werden. Weil jeder, den ich kenne, der mich hatet, ist eine Milliarde mal uncooler als ich. Und da bin ich mir sowas von sicher, Leute. Und genau das Gleiche solltet ihr auch denken. Weil es ist einfach Facts. Die Leute, die krass sind, die haten nicht ohne Grund auf Leute. Ich würde niemals ohne Grund eine Insta-Story über irgendjemand machen, den ich seit 3 Jahren nicht gesehen habe und schlecht über den reden, weil die mich total nicht interessieren, weißt du? Aber ich bin einfach der Superstar, deswegen. Wenn ich so ein Loser wäre, der Aufmerksamkeit will, dann würde ich es machen. Was ist der Unterschied zwischen Spanien und Deutschland und empfiehlst du Auswandern? Bruder, ich empfehle Auswandern zu 100%. Nachdem ich raus bin aus Spanien, ich werde sofort nach Amerika ziehen. Weil ich will nicht mehr nach Deutschland zurück. Ich habe das Gefühl, das wäre einfach ein Schritt nach hinten. Und ich sag dir so, wenn ich YouTube-Videos mache hier in Spanien, jeder lässt sich gerne filmen, jeder hat gute Energy, jeder ist lieb. Guck dir mal das Wetter an. Es ist gerade Ende Oktober und ich sitze im Kurzarmhemd im Park und beschwere mich, dass die Sonne mein Tattoo verbrennt. Und in Deutschland ist es, glaube ich, gerade total kalt und ich hasse die deutsche Mentalität und das Wetter. Und ich muss sagen, von Swag her ist Berlin schon viel fresher als die Leute hier. Aber es ist auch mal eine schöne Abwechslung. Die Chayas sind hier nicht so eklige Berliner Chayas. Die Chayas sind so süße, wisst ihr? So freshe Latina Baddies und nicht diese goofy Allmann-Chayas. Die hasse ich wie die Pest. Und deswegen, Leute, natürlich Auswandern empfehlen, Leute. Ist auch mal voll der krasse Schritt, um sich weiterzuentwickeln. In der Zeit, wo ich hier bin, ich bin nicht mal 2 Monate hier, ich habe mich nochmal so viel weiterentwickelt. Ich bin nochmal so viel krasser geworden. Und einfach für Experience würde ich es jedem empfehlen. Und guck mal, ich habe jetzt auch neue Sprache, bin ich gerade voll gut am Lernen. Ich bin bald fließend in Spanisch. Also total. Wandert alle aus, wenn ihr es könnt. Lieblings 3 Modemarken zurzeit. Oder, keine Ahnung. Also wenn ich mir jetzt was aussuchen könnte von 3 Brands,
würde ich auf jeden Fall Loewe nehmen, weil ich bin Spanische. Loewe ist in meinem Kopf gerade 24/7. Ich würde auf jeden Fall LV Boutique komplett auseinandernehmen. Boah, ich würde die LV Boutique so auseinandernehmen. Wie war das nochmal? I spend your left pocket on some tennis shoes. Walked out of Louis V. I spend more than I expected. Das sagt doch Bossman Dilo. Ich würde auf jeden Fall LV Boutique auseinandernehmen. Und was würde ich noch für eine Boutique auseinandernehmen? Goyards, Chrome Hearts. Was gibt's noch für krasse Marken? Ricky würde ich vielleicht auch auseinandernehmen. Das trägt hier niemand, deswegen ist es auch wieder cool. Balenci, nee, Balenci nicht, das ist Techno Raver Marke. Was gibt's noch für krasse Brands? Purple würde ich auseinandernehmen. Bruder, ja, Mann, ich würde mir so viele Purple Denims holen. Habe ich Emiri schon gesagt? Emiri, Emiri, Leute, Emiri, Emiri werde ich komplett auseinandernehmen. Bruder, ich würde mir so viele neue Skinny Jeans holen, so viele geile College-Jacken, Digga, so viele krasse Emiri-T-Shirts. Es gibt auch so Emiri-Seidenhemden, habe ich früher immer KDW angefasst, 100% Seide bei Emiri-Hemd. Manche machen auch nur Viskose, zum Beispiel Agnes Studios, Leute, deswegen, Emiri ist krass. Glaub mir, Emiri, 100%. Ja, das war's. Voila. Also noch mehr, aber... Lest doch noch mal drei vor oder so. Tamam, Mamacita. Kommt heute noch was? Ja, ich muss kurz gucken, warte. Bitte, ich baue jetzt feierst eine Frage. Feierst du Germanistan? Was ist das denn? Lass mich mal schauen. Wie oft putzt du die Zähne? Zweimal am Tag. Wie findest du Kamp? Kenn ich nicht. Wann letztes Preußenspiel gesehen? Bruder, zu lange her, Digga. Ich kann mich irgendwie gar nicht mehr dran erinnern. Irgendwie... Preußen, cool, schön und gut und so. Aber ich sag dir, interessiert mich eigentlich auch nicht. Wann wieder in MS? Im Dezember. Was sagst du zu Birkenstock, Arizona, Boston? Ist er high, ist cool so, aber ich sag, es tragen auch viele Opfer. Man kann es fresh machen, man kann es auch auf Cosmopolitano gut anziehen. Ich würde es aber nicht machen. Diese Birkenstock-Dings, da würde ich zum Beispiel dem Freund von deiner Schwester empfehlen. Die würden fresh bei ihm kommen. Ich hab nicht zugehört, was? Wie? Ist auch scheißegal. Das sind so Birkenstocks. Ah. Wie viele Tosina-Flaschen hast du in Valencia geköpft? Keine einzige. Fun Fact dazu, Young Pepsi hat mich letztens gefragt, ob ich Tosina habe. Habe ich aber nicht. You got drank? Fragezeichen. Na, Browski. Was das, Tosini? Codein. Ah. Ausführliches Statement zu Münster. Bruder, Münster. Ich sag euch ehrlich, Leute, juckt mich gar nicht, Digga. Voll langweilige Stadt. Ich weiß, ich habe da viele Fans und so, deswegen shoutout alle meine Fans. Sir. Meine Familie wohnt da, meine Oma, deswegen auch nicht schlecht, aber schon räudig. Also richtig schöne Stadt und so, aber für mich gar nichts. Stell mal vor, ich wäre in Münster, was würde ich denn da für scheiß YouTube-Videos nur machen wollen? Wenn du in Münster in die Stadt gehst und Leute fragst, ob die in dein YouTube-Video sein wollen, die zeigen dich an, bevor du es überhaupt veröffentlicht hast. So, also Münster ist gar nichts für mich, was meine YouTube-Zeug angeht. Und wie ihr wisst, in meinem Kopf ist nur YouTube momentan. Konrad, deine Meinung zu Berlin, was studierst du? Ich studiere nicht, ich mache soziales Jahr. Berlin ist cool, da sind alle meine besten Freunde, aber sonst die ganze Culture da interessiert mich auch gar nicht mehr, Digga. Die ganzen Techno-Arzen mag ich überhaupt nicht, die ganzen Standard-Berliner mit TNs, Haifischneiks, ist gar nicht mein Film, Digga. Das gibt's in Berlin einfach zu viel. Wenn ich hier in der Valencia-Stadt so einen sehen würde, würde ich mir denken, oh, okay, interessant, cool, so wie die Leute in Berlin. Aber wenn du in Berlin bist und jeder das da trägt, finde ich es nicht mehr cool. Plus, jetzt wo ich hier bin, ich höre wieder so Rapper wie Paschanem, ich höre Lucio viel. Ich höre, Nizi hat neues Album gedroppt. So, in Berlin, als ich da gewohnt habe, ich wollte die immer nicht hören, weil ich wollte nicht so sein wie diese ganzen Opfer in Berlin, die das die ganze Zeit so krass repräsentieren. Obwohl die Musik eigentlich trotzdem total geil ist, muss ich zugeben. Also, na klar ist die Musik geil, deswegen feiert das ja auch jeder. Ist Jonas Couch wirklich ein 80 und wo wohnt Azrael in deiner Gegend? ach, Jonas Cousin! Ja, Jonas Cousin! Jojo, Jojo! Jonas Cousin! Jonas Cousin, Jojo hat das gestellt, dass der da auch immer fresh kommt, so wie ich. Jojo, ist Jonas Cousin wirklich ein Eri? Ich würde ja sagen ja, aber weil wir gerade im Internet sind, nein, Bruder. Und wo wohnt Azrael in meiner Gegend, Bruder? Um die Ecke. In der Gegend, wo ich wohne, wohnt auch Azrael. Wie schaffst du Balance zwischen Ausbildung und also der schreibt Studium, aber ich studiere nicht, Leute, ich mache soziales Jahr. Und Motion zu behalten. Leute, das ist gute Motion-Abwechslung. Das habe ich vorhin auch schon zu meiner Feministenfreundin gesagt. Wenn ich bei meiner Arbeit bin, dann habe ich den Kopf zwar auch die ganze Zeit bei YouTube, aber ich weiß, ich kann auch entspannen, weil ich kann auf meiner Arbeit eh kein YouTube-Video aufnehmen. Und deswegen sage ich, meine Arbeit ist auch mal ein guter Ort für mich,
um mich so zu entspannen, neue Pläne zu entwickeln. Zum Beispiel richtig viele Songtexte von meinen Songs fallen mir beim Tischeputzen bei meiner Arbeit ein. Meine Arbeit ist cool, Leute. Jeder liebt mich bei meiner Arbeit. Ich habe absolute Motion bei meiner Arbeit. Bei Gott, ich steppe da rein wie der Fresheste. Jeder kommt zu mir. Jeder gibt mir Props, gibt mir Hand. Feiert mich komplett. Selbst die Frauen in der Kantine. Ich arbeite mit denen zusammen wie Freunde. Letztens, die eine sagt, du hast nicht, du hast zwar Tisch abgeputzt, aber gar nicht die Stühle abgeputzt und so. War voll sauer. Ich sag so, oh, du hättest mir gedacht, ich scoot bei mir, Amiga und so. Das heißt, du hast recht. Sorry, meine Freundin, Baby. Und dann sie geht so, oh, Conrado, gib mir Umarmung, weil sie mich so krass feiert, weil ich so krasse, einfach fresh Emotion habe. Also, mein Leben ist, ja, gute Balance. Und ja, am Wochenende, ich habe zum Beispiel immer ein bisschen Stress, weil ich denke mir, Bruder, am Wochenende, ich muss richtig viele YouTube-Videos machen. Ich muss mindestens 3 Videos am Wochenende machen, denke ich mir immer. Und das stimmt auch irgendwie. Also, das habe ich irgendwie so im Kopf. Weil Leute, 3 Videos die Woche, wisst ihr, wie viel Arbeit das ist? In meinem Kopf, ich kann das nicht machen, wenn ich nicht an was, ich denke nur an YouTube, Digga. Ich bin die ganze Zeit am Rattern, wo kann ich da hingehen, was kann ich machen, ich muss noch die Videos machen, schneiden, bis das und das und so. Leute, deswegen, meine Arbeit ist mein Spannungsort für mich. Würdest du dein Bread mit Bachelor teilen? Normal, ich feier Bachelor, der ist lustig. Was habe ich noch mal letztens gesehen von dem? Ach, so ein richtig witziges TikTok, Digga. Heute habe ich noch gesehen, da war so ein Riesengolem und noch so ein anderer Frau, Digga. Die haben sich voll über Bachelor aufgeregt, weil Bachelor, was hat er noch mal gemacht? Ach, weil diese eine sah nicht nur aus wie Golem, sondern... Digga, redest du über Stachel und Kim? Ja! Nein, Konrad, das ist so episch, was du gerade sagst. Halt's Maul, Konrad. Ja. Genau die meinte ich. Konrad ist nicht witzig. Und Bachelor, die sagt so, ich heiß Kim. Und Bachelor hat das voll nachgemacht im Stream und davon gab es so einen Clip. Und dann hat sie sich voll über Bachelor ausgeregt. Das war so ein witziger Clip, Digga. Und ich so, ich bin Kim. So, in der Tonlage habe ich das, glaube ich, ungefähr gesagt. Er stoppt so mit seinem goofiest Soundboard, wie wir jetzt so das nächste Opfer da werden in der nächsten Twitch-Episode. Ach, mit den 3 Zuschauern. Er so mit seinem Soundboard, dieses du. Und er dann so, ich bin Kim. Wo kriegt man deiner Meinung nach gute Hosen? Leute, alle meine Hosen sind eigentlich aus Vintage-Läden. Ich muss sagen, eigentlich jede Hose von mir ist aus Vintage-Laden, weil... Vintage-Läden gibt es die besten Hosen, Digga, ich schwöre. Also, Vintage-Laden gibt es beste Hosen und Purple-Denim. Obwohl, bei zu viel Purple muss man auch nicht haben. Aber es kommt schon fresh, wenn ihr wie Bossman Dilo steppen wollt, Digga. Würde ich euch Purple empfehlen. Feature mit Roberto vs. The World, das wäre auf jeden Fall geisteskrank. Das wäre so geil, Digga, ich würde so eine krasse Show mit ihm abliefern, glaube ich. Jeder würde ausflippen. Kannst du hinstellen, ich hab keinen Bock mehr zu halten. Ah, Leute. Mini-Junkie hat keinen Bock mehr zu halten. Hey Leute, Mini-Junkie will nicht mehr Dings erhalten. Leute, das FAQ ist jetzt beendet, aber wir gehen gleich noch was essen und dann nehme ich euch auch mit, weil ich will noch mal einen kleinen Essenstest machen. Ich hoffe, euch hat das FAQ gefallen. Mir hat es irgendwie total gefallen. Ich fand, ich habe die Fragen voll geil beantwortet und es hat mir auch total Spaß gemacht. Hey Leute, ist irgendwie gerade voll der lustige Typ im Park. Ich werde ihm mal zu ihm gehen und ihn mal fragen, was er macht. Hola, amigo. Hola. ¿Qué son esos? Figuras. Wow, muy bonitas. Sí, de un mercado, yo lo he cogido ahora de un mercado. ¿Qué tipo te interesa? ¿Qué tipo? Una figura de mí. My own action figure. ¿Entiendes? Porque yo soy una superestrella y por eso necesito mi figura también para mí. ¿Tienen nombres? ¿Tienen nombres esos? This is Chinese goddess. Is the name Quan Yin. Quan Yin, chinesische Göttin, Leute, okay. ¿Y eso? A la derecha? This, I don't know the name. This is some Japanese god. Ah, der erinnert mich an Bachelor, an übergewichtig. Sieht lustig aus. This is the metal, this Italian. Is the Amitabha Buddha, it's famous in Buddhism, is Amitabha Buddha. Boah, Amitabha Buddha? Si. Krank, Junge, walla beste, Alter. And this is some monk that make calligraphy, like. Oh, baby Mensch. In Alemania se llama Baby Mensch. It's monk, look, it's monk. He makes monkey, it. Oh! Hey, muchas gracias. Apreciarte, amigo. Nos vemos. Alter, krasser Typ, Junge. Der hatte geile Figuren und war auch mit uns im Park, Digga. Habe ich mich kurz ein bisschen mit ihm unterhalten, einen kleinen Schnack gehalten, weil ich weiß, ihr mögt ja auch immer so, wenn ich so mit den Einheimischen quatsche, so Leute schreiben mir, ja, wegen dir, ich habe angefangen, Englisch zu lernen und so, Spanisch. Und deswegen, Leute, ich weiß, ihr feiert diese Situation auch und das war lustig, ja. Und ja, Digga, deswegen beste Leute, gern geschehen für euch. Gleich geht's was zum Essen für den Boss. Ey Leute, dieser Typ gerade, er hat ja so seine eigenen Figuren gehabt und ich bin gerade auf die Idee gekommen,
weil wir haben vorhin, meine Feministenfreundin und ich haben vorhin darüber geredet, ey, warum bringt eigentlich Mert eine Sucuk raus? Und da musste ich erstmal erklären, ja, weil das so sein Nischengebiet, weil Mert, der ist gerne Sucuk, der ist Türke, türkische Community und man braucht immer seine Nische, weil kein anderer macht Sucuk. Und dann ist mir jetzt gerade aufgefallen, Leute, ich mache nicht so Modemarke und so einen Scheiß. Ich mache nicht Getränk und sowas. Ich mache nichts zum Essen. Ich mache keine Capital Bra Pizza oder so. Ich mache meine eigene Actionfigur, die ich selber bin. Und die ist so groß wie so eine Kors-Figur, Leute. Und ja, man, die könnt ihr euch dann ins Haus stellen, Digga, in euer Penthouse, euer fettes Penthouse. Und dann gibt's immer unterschiedliche Outfits von mir, unterschiedliche Snappy-Becky-Kombinationen und so. Und die kostet natürlich auch was, bestimmt 500. So eine Figur von mir, also da muss man schon in die Hand nehmen, weil wenn ich mache, dann mache ich richtig, dann ist krasser. Auf einmal Coney Gaboni Figuren sind krasser als die von Kors. Da will jeder noch Coney Gaboni haben, deswegen mache ich auch am Anfang erstmal Limited Stock, um den Markt ein bisschen anzukurbeln, ihr checkt, ne? Ja Leute, auf jeden Fall gleich jetzt was zu essen. Leute, Google Street View kurz eingeschaltet. Da vorne ist ein Dönerladen, wo man hingehen könnte. Aber hier ist halt auch ein Dönerladen, wo man hingehen könnte. Und wir wissen jetzt nicht, zu welchem Dönerladen, wo man hingehen könnte, kann man gehen. Bei diesen da war ich schon mal zweimal, glaube ich. Einmal in dem einen Video, wo ich gesmoked habe und einmal letztes Mal irgendwann. Ach, habe ich ja auch gefilmt sogar, als ich bei Schneidereien nicht reingekommen bin, weil zu war. Ja Leute, was wählen wir jetzt aus, ist die Frage. Wir hätten auch in ein anderes Restaurant gehen können, aber wir wollen es irgendwie play-safen, weil play-safen, safe-playen, ah, safe-playen. Weil, Dings da, kostet nur Menü 7 Euro, also Pommes und Getränk und Dings da, Falafel, alles ein gleicher 7 Euro Preis. Also ja, keine Ahnung, wir werden jetzt mal schauen, wie es läuft, ne? Junkie. Hier sehe ich Kebab normal plus Patatas plus Bebida 7 Euro, genau das meine ich. Seht ihr das? Das ist dieses Menü. So Leute, ihr seht's, der Boss hat jetzt hier sein Essen bekommen, ich bin extrem bockig drauf. Das laber ich schon wieder für eine Scheiße. Wir haben hier die Cola Zero, nicht die ohne Koffein noch, aber ist nicht schlimm, weil ich brauche Energy heute. Ich bin ja gleich noch in deinem Samstream und kann eine geile Show abliefern. Mm. Boah, geil. Mhm. Fünf für Essen auch? Ja, sieht man nicht mehr. Digga, Essen muss auch drauf. Ja, aber es geht nicht, da muss ich noch fünf machen. Dann mach. Boah, ist das heiß. Ist? Ja. Leute, Cola. Bam. Cola drücken. Erstmal eine kleine Bäf reinkriegen, erstmal ein bisschen den Mund anfeuchten. Guckt euch das an, Leute, film hier eng drauf. Wir haben hier den Doppeldip. Einmal aus Tzatziki und einmal aus Ketchup. Im letzten Video meinte ich, Tzatziki ist geiler, Ketchup ist geiler, ich war da nur dicht. Aber heute sage ich, mal gucken, ob es wirklich stimmt, weil jetzt bin ich ja dicht. Mmh. Wow, Tzatziki ist echt geil. Mmh. Ja, das ist mein Ketchup. Beides ist geil, aber irgendwie feiere ich Ketchup gerade weniger, weil Ketchup ist so heiß. Ketchup, du musst mischen. Nein. Doch, mach. Doch. Okay, ich mach Kombinationsmisch. Kombination. Bam. Guckt es euch an, seht ihr? Ketchup weiß und rot ist das andere. Also andersrum. Ketchup rot und das andere ist tatsächlich weiß. Ist krass, nee. Oder? Nee. Nee, nee, nee. Nee, 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 Senorita Mamacita. Da sollte man nicht vermischen. Da sollte man trennen. Ich sehe hier, die Falafel ist klein gemacht, Leute. Schaut es euch mal an. Klein gemachte Falafel. Das heißt, wir sehen hier einen Unterschied von dem da gegenüber schon mal, von der Konkurrenz. Film ist die Konkurrenz da drüben. Auf der anderen Straßenseite haben wir die Konkurrenz. Mal gucken jetzt. Mal gucken, ob die sich jetzt hier einen neuen Stammkunden erschaffen können. Und? Mmh. Wow. Schmeckt mir sehr gut. Total lecker. Die haben ja auch nicht so viel Soße drauf gemacht, sodass die Falafel immer noch im Vordergrund steht. Weil die Falafel ist ja das Produkt, genauso wie das Fleisch. Das Fleisch eines Döners sollte ja immer im Vordergrund stehen. Nicht die Soßen. Die Soßen stehen eher im Vordergrund, wenn du was verstecken zu hast mit dem Fleisch. Und ich merke, ich habe heute mein Tattoo total verbrannt. Fühlt sich gar nicht gut an. Aber wir machen jetzt nochmal den Test mit Soßen. Guck's dir an. Wir machen den Johnny Slider mit Pommes noch drin. Uff, Johnny Slider, Baby. Guckst du euch an, Leute. Zeit zu essen. Johnny Slider mit Pommes drin und Falafel und alles. Guck, 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 guck. Mmh. Johnny Slider war sehr gut. Lass mal gleich noch da in dieser Panaderia filmen, dass du was Süßes kaufen. Bitte. Bitte. Ja,
Ja, Mann. Das wäre die total authentische Sache in Dings da. Wow. Das wäre die total authentische. Ey, pass auf, dass deine Finger nicht vor der Kamera sind, ne? Ja. Das wäre voll das geile Erlebnis, Leute. Dem Essen gebe ich jetzt eine 8 von 10. Alles gefinisht, wie gesagt. Vielleicht darf ich gleich noch ein bisschen mehr. Und gleich gibt es noch das leckere, süße, authentische Essen aus Valencia. Das interessiert euch, weil ihr wollt ja auch immer Futur und so haben. Das heißt, ich habe Futur, Junko, FAQ, alles in einem Video gepackt. Das ist Motion, Leute. Walla Bila. Okay, reicht. Leute, der Boss geht jetzt noch hier eben schnell zur Panaderia, Leute. Das sieht so aus. Google Street Views aktiviert. Ich zeige euch mal, was hier krasses zu essen drin gibt. Oh mein Gott. Wow, hier war ich mal in einem Vlog drin, der nie released wurde. Und ich muss jetzt erstmal schauen, Alter, sind hier viele Leckereien. Oh mein Gott, ich komme nicht klar. Der Boss weiß nicht, was er sich nehmen soll. Napolitano, Schokolade, zweimal, 1,30 Euro, sehe ich richtig? Hola, Amina, ¿cómo estás? Ey, no sé qué me gusta tomar, porque todos los cositos están muy deliciosas, ¿no? Sí. Wow, ¿qué es lo más mejor? ¿Esos? ¿Son dulces? ¿Dulces? ¿Uno de eso? Sí. Pero me gusta más. Leute, der Boss will noch mehr haben. ¿Algo más? Sí, algo más. Vale. Un señor, muchas gracias. Apreciarte mucho, amiga. Nos vemos. Vale, adiós. Dale. Ey, hat perfekt gepasst, voll die liebe Frau, guck. Ich habe die einfach so gefilmt und die fand es gar nicht blöd oder so. Die war total lieb drauf, hat gar nicht genervt oder so, sondern einfach geile Energy gehabt. Und das ist Junkie. Ey, film mich, wie ich esse. Soll ich dir präsentieren, was ich geholt habe? Ja. Aber mit Einser, oder? Nee. Als erstes, das hat die Frau mir empfohlen, soll richtig krass sein. Tschüss. Das hat die empfohlen, soll richtig krass sein. Rate, wie viel gekostet hat. 3,50 Euro. 90 Cent. Alter, ich dachte gerade, du sagst irgendwas mit 9 Euro. Der ganze Einkauf hat 3 Euro gekostet. Gut weggekommen. Also schuldest du mir noch Geld. Leute, wo soll ich zuerst anweisen? Schoko oder Weiß? Schokolade. Mmh. Ist trocken oder saftig? Trockener als gedacht. No. Deswegen 90 Cent. Mal gucken, wie es dir aussieht. Definitiv Bomben. Aber Schokolade da drin? Ah ja, okay, komplett. Man müsste das in Schokoladencreme dippen. Das wäre gut. Nutella. Hey, das sind Deutsche. Da juckt mich das. Also das war lecker. Wir probieren mal das nächste, Leute. Eine kleine Abwechslung. Den Maestro hier. Schaut euch diese Glasur an. Oh, ich glaube, das ist geil. Was ein Glazing auf den Schild. Übrigens, Leute, das Wort Glazing finde ich total scheiße. Das ist totales Dreckswort. Schreibt nicht unter meine Videos, ich liebe dich, no glaze. Schreibt einfach nur, ich liebe dich. Diese Glazing, Leute, das ist nicht gut, voilà. Pass auf, mit Schokolade, das da, Süße und Blätterteig. Zehntausende Schichten, voll mit Glück für den Boss. Hör auf, so zu schmatzen, wie eklig. Das gehört zum Essenstest. Wow, Glasur oben könnte ein bisschen süßer sein. Aber hat totale Daseinsberechtigung, das Ding. Jetzt kommen wir zum Star der Show. Wie viel kommt noch? Eins. Das letzte jetzt? Ja. Darf ich präsentieren? Der Star der Show. Das ganz simple, aber trotzdem geniale Schoko-Croissant. Da gab es einmal die Option mit Crema in der Mitte. Oder die Schoko. Sie sagt mir Con Schoko oder Con Crema? Ich sag Con Schoko. Aber ich meinte, sehr schwierige Entscheidung. Aber Leute, schaut es euch an. Der Boss beißt ab. Das ist genau so ein Kandidat, wo ich meine, da brauchst du keine Soße. Da brauchst du keine Soße, weil der ist saftig. Viel saftiger als die anderen beiden Scheißdinger. Seht ihr diesen flüssigen Kern? Ganz zu Recht der Star der Show, Leute. Genauso wie ich heute in der neuen Episode von Motion in Valencia. Leute, abonniert mich bei Instagram. Goni Goboni, überall. TikTok auch, Leute. Checkt meine Clip-Accounts ab. Ich hab... Ist gerade aus dem Mund gefallen. Ich glaube schon, oder? Habe ich dich angesprochen? Hoffentlich. Nee, hoffentlich nicht. Auf jeden Fall, Clip-Accounts abchecken. Checkt mein Discord ab. Ich habe jetzt auch einen Discord, Leute. Hat mir einen Abonnent von mir erstellt. Checkt das auch ab. Da sollen mehr rein, Leute, meinte der Typ zu mir.
Instagram Kauni Gebauni. Abonniert, YouTube, Like, abonnieren, Dings. Ich bin sowas wie der krasseste Underground-YouTuber, den es gerade gibt. Ich bin ungefähr so wie Le Tyler vor einem Jahr, als er so der absolut krasseste Underground-Florida-Rapper war, den es gab. Wo er gerade seinen Durchbruch angefangen hat, die Weltherrschaft zu übernehmen. So fühle ich mich gerade. Also tapped in, bevor ich Mainstream werde. Und ja, Leute, Like, Kommentar, Abo. Wir sehen uns nächstes Mal. Peace, ihr kleinen motherfucking Bitches.